Das Leben ist ein rauschender Fluss, ein tosender Wasserfall und manchmal auch ein flüsternder Bach. Selten gibt es Momente, in denen die Wasseroberfläche stillzustehen scheint. In solchen Augenblicken haben wir die Zeit, hinter uns zu blicken, uns einmal zu drehen, den Blick nach vorne zu werfen und neue Weichen zu stellen. In einem Augenblick des Stillstands gibt das Leben uns die Chance, in nur einem Moment 1000 Möglichkeiten zu durchdenken. Oftmals haben wir keine Wahl. Das Ufer, die Strömung, der Wind, Wellen und Regen zwingen uns dazu, schneller zu fließen. Und manchmal läuft auch alles aus dem Ruder. Wichtig ist, nach jedem Kentern aufzutauchen, mit allen Mitteln. Und wenn das nicht klappt, auch unter der Wasseroberfläche gibt es eine Welt zu entdecken. Manchmal müssen wir erst ertrinken, um die Quelle unseres Lebens wirklich zu verstehen. Auf die Macht und die Kraft, die uns umgibt, die wir selber beeinflussen, die uns beeinflusst und die wir miterschaffen, können wir uns immer verlassen. Und wenn man keine Wahl hat, die Bahnen der Flüsse ungewiss sind, dann kann es helfen, loszulassen, sich auf den Rücken zu legen und sich einfach treiben zu lassen. Es gibt immer jemanden, der mitschwimmt. Rettungsringe. Und manchmal trifft man unerwartet auf ganz seichtes, niedriges Wasser. Unsere vier jungen Erwachsenen halten sich fest an den Händen, wagen den Sprung ins unbekannte, kühle Nass. Und wir werden dabei sein. Für uns waren es nur ein paar Monate, aber für unsere Sims waren es Jahre, Lebensjahre. Wir haben so viele Geschichten mit ihnen erlebt, so viele Geschichten gestartet, beendet und so viele sind ineinander geflossen. Es war turbulent und aufregend und ich freue mich sehr darauf, mit euch nun in ein neues Kapitel zu starten, in eine neue große Geschichte. Herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4 Großstadtleben. Das neueste Add-on für The Sims 4 wird uns auch in ein brandneues Kapitel entführen, mit neuen Charakteren, neuen Geschichten, und das wird sicherlich wieder großartig. Auf viele hunderte verrückte Folgen und an viele hunderte an Spekulationen und Geschichten, die sich ergeben werden. Herzlich willkommen und jetzt viel Spaß im Let's Play. Mein Herz klopft vor Freude, wenn ich daran denke, was wir alles Cooles Neues in diesem Add-on erleben können. San Mishuno, die neue Stadt von The Sims 4 Großstadtleben, bietet insgesamt 4 Viertel und einen großen Park, jede Menge Penthouse-Wohnungen und Hochhaus-Wohnungen, Apartment-Wohnungen. Es gibt so unglaublich viel zu entdecken, dass es verdammt schwierig wird, euch allen Content in nur einem Video zu zeigen. Das ist fast nicht möglich. Das werden wir im Laufe des Let's Plays entdecken. Und heute kümmern wir uns mal um die Apartments und um die Kleidung, die jetzt ins Spiel gekommen ist, habe ich mir gedacht. Denn, das, was wir natürlich machen werden, wenn wir jetzt schon hier in die neue Stadt San Mishuno ziehen, dann wollen wir uns natürlich auch dem gesellschaftlichen Leben hier ein bisschen anpassen. Wie ihr schon gesehen habt, sind 4 unserer Sims hier in diese Stadt gezogen. 4 Sims, mit denen wir von nun an Abenteuer erleben werden. Und die finden sich hier in den Medina-Studios. Und zwar ganz genau hier. Die 4er-WG, ja, da haben wir einmal Akito Miyamoto, Rohan, dann haben wir Steve und Eleonora. Und das ist eins von den größeren Apartments, das habe ich ein bisschen umgebaut, angepasst, entsprechend natürlich an unsere kleine WG hier. Und Gebäude hat Merkmale, das ist vielleicht etwas, was euch schon aufgefallen ist in den letzten Patches, dass Merkmale hinzugekommen sind. Wir haben hier... Moment, ist es bei der Info irgendwo? Grundstücksdetailfenster, da haben wir es, genau. Im Grundstücksdetailfenster kann man sich die Grundstücksmerkmale anschauen, die kann man auch teilweise verändern, aber man kann nicht alle verändern. Und zwar haben Grundstücke immer einzelne Merkmale, die ja das Leben in der Wohnung beeinflussen. Hier haben wir die Monatsmiete und die Kaution, die wir dafür zahlen mussten als Information. Und die Grundstücksmerkmale hier sind einmal Wichtel. Die kaputten Sachen werden anscheinend über Nacht repariert. Es ist, als würden freundliche Wichtel über diesen Ort wachen.
Das ist ein kleines bisschen gruselig, aber das ist gut zu wissen. Soll heißen, wenn mir mal wieder die Toiletten zerscheißen, die Geschirrspülmaschine explodiert und der ein oder andere Computer nicht nur einen Bluescreen bekommt, sondern auch gleich noch so einen richtigen Elektroschock, dann machen die Wichtel das über Nacht wieder heile. Wundermünzen. Sims finden hier häufig ein paar Münzen. Ob es hier wohl irgendwo einen Goldesel gibt? Darauf bin ich gespannt. Ganz ehrlich, was soll das bedeuten? Gesellig. In dieser geräumigen, gemütlichen Atmosphäre können Fähigkeiten wie Charisma, Comedy und Schelmigkeit ausgezeichnet trainiert werden. Das hatte ich jetzt mal als Test hier drin. Ich glaube, die können wir auch noch ändern. Aber ansonsten passt ja Gesellschaft zu unseren, vier Kollegen ganz gut, würde ich sagen. Und wir starten jetzt hier auch einfach mal rein. Schauen uns mal an, wie das funktioniert. Also wir können in die Apartments der anderen Sims nicht reinschauen. Die funktionieren wie andere Wohnungen. Wenn wir in die Apartments der anderen Sims wollen, um sie zu besuchen, müssen wir entsprechend dort klingeln und bekommen einen Ladebildschirm und werden dann eingelassen. So, gut. Sehe ich jetzt schon mal spontan irgendwas Neues im Menü? Nein. Also wir haben jetzt hier unsere Sims. Da ist die, warte. Wir haben doch hier irgendwo, wo ist die Informationsleiste? Was sind ihre Fähigkeiten? Sie ist ein Computerfreak. Das ist alles schön. Hier, Eleonora Bear. Ist Insider, ist Geek, ist eine schnelle Lernerin. Also sie hat sehr viel Potenzial, redet aber irgendwie immer so ein bisschen anstrengend und irgendwie so. Dann haben wir Steve sowas von der sowas von Familie. Das ist ja sowas von ein cooler Dude. Allerdings ein bisschen materialistisch. Dann haben wir unseren Rohan Montberg, der ist ein sehr geschäftstüchtiger Romantiker, der gerne liest, aber auch gerne Sport treibt. Und ja, ist ihn da. Das bedeutet, wir sind auf jeden Fall in, ja? Also ganz egal, was wir hier in der Stadt machen, wir sind sowas von in. Und unser Hauptcharakter, Akito Miyamoto, Musikliebhaber, Perfektionist, ist ein Gerübler. Eine kleine Nachteule und auch extrem eifersüchtig, soll heißen. Also nach dem Motto so, ich finde nie jemanden und andere haben welche und ich nicht. Das ist halt so ein bisschen, manchmal so ein bisschen mi, liegt halt daran, dass er so ein perfektes Leben von anderen sich hat angucken müssen. Also ihr seht, das hier sind die anderen Apartments, die werden, eigentlich sollen sie auch immer ausgeblendet werden, hier so von oben, dass man sie, ne, so sollen die eigentlich immer ausgeblendet werden, das funktioniert nicht ganz so gut momentan, das werden sie wahrscheinlich noch überarbeiten, das bedeutet, hier ist ein Apartment noch, wir haben noch einen Nachbar, hier haben wir noch einen Nachbar, die Fahrstühle haben keine Animation, ich bin ganz dankbar, das hat bei Sims 3 nur unnötig gebackt und das hier ist unsere Wohnung und ich würde sagen, wir können noch unsere Jungs und Mädels, ist die Selbstständigkeit an, lasst uns mal gucken. Wir können unsere Jungs und Mädels dann mal, ja, vollständig selbstständig, könnt ihr dann machen, was sie wollen, hier in die Wohnung gehen. Also klar, hier stehen noch überall Umzugskisten herum und die Einbauküche ist jetzt nicht mehr die neueste. Aber hey, wir haben erstmal eine Einbauküche, das passt. Wir haben zwar hier bei den Sims ziemlich viel Geld, das werde ich ihnen aber noch abziehen. Oh, ja, ist ja schon, dass wir haben neue Wohnung. Ja, Mann, das ist extrem cool, ey. Wir müssen nur noch ein bisschen renovieren. Ja, das ist, glaube ich, ein Problem, ne? Ja, hier stehen auch schon die Eimer rum. Hier muss doch renoviert werden. Wir haben hier ein Badezimmer. Das sieht auch nicht gerade sonderlich toll aus. Hier stehen schon die ersten Möbel vom Möbelunternehmen. Wir wollen uns natürlich aber auch angucken, was es alles für coole neue Möbel gibt. Und die Wohnung hier entsprechend, sie beschwert haben. Ey, guck dir mal die versiffte Küche an, Mann. Ja, das ist ein Problem. Wir wollen natürlich auch sie einrichten mit den neuen Möbeln, die jetzt im Add-on da reinkommen. Deswegen habe ich jetzt hier nicht großartig was gemacht. Auch hier Steves Bude übrigens. Hier wird Eleonora schlafen. Die hat hier nebendran ihr eigenes kleines Badezimmer nochmal. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz nett, wenn man ein paar mehr Badezimmer hat und so. Und hier schlafen Rohan und Akito. Die müssen sich das große Zimmer halt teilen. Anders geht's halt nicht. Und tja, dann würde ich behaupten, wäre es vielleicht mal ganz sinnvoll, dass unsere Jungs und unser Mädel sich mal die Stadt angucken. Natürlich auch, was es alles Neues zum Bauen gibt. Ist klar, dass sie auch mal die Stadt angucken. Aber um das zu machen, sollte man vielleicht ein bisschen fescher und cooler in die Stadt auch passen. Ich weiß ja nicht. Also, Jungs, Mädels, kommt mal hierher. Hier, kommt. Hier könnt ihr auch hier plaudern. Ich wäre auf jeden Fall schwer dafür, dass wir uns eine Garderobe schnappen und schon mal wenigstens, wenn die Wohnung schon nicht stylisch ist, ja, kein total abgedrehten Style hat und voll cool und so ist, dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, hey, dann wenigstens unser Äußeres sollte sich in die neue Stadt anpassen.
Und wir sehen ja schon ganz viele neue Objekte. Das ist so viel, ich hätte mir noch gar nicht alles angucken können. Es ist so viel, wir haben uns das im Livestream angeguckt, aber ihr seht, es ist ziemlich viel Neues hinzugekommen, ziemlich coole Sachen. Gucken wir mal. Was ich jetzt allerdings hinzufügen möchte, ist etwas aus einem anderen Add-on, weil wir das gerade erstmal sehr gut gebrauchen können, um mal zu schauen, was so die Sims alles für coole Klamotten tragen. Finden hier. Und zwar gab es ja hier bei dem Zeit für Freunde diese super coolen Schränke. Und da habe ich mir gedacht, da könnten wir uns doch jetzt so einen super coolen Schrank schnappen. Und dafür müsstest du dann weiter da reingehen, sogar noch weiter. Ich habe gedacht, das könnte man hier vielleicht wirklich ins Bad mit einbauen. Lass mal gucken. Das Bad muss ja sowieso noch ein bisschen überarbeitet werden. Wir können auch so eine TARDIS dahin packen, das ist auch ein schöner Schrank. Wieso willst du dich nicht dahin packen lassen? Was ist dein Problem? Ich kann keine anderen Objekte überschneiden. Also so würde es funktionieren, aber hier würde es ein Objekt überschneiden. Was für ein Objekt? Was ist denn da? Ich mach mal gerade einen auf den hier. Weil dann müsste ja da alles weg sein, das stört. Tatsache, da ist irgendein Objekt. Vielleicht diese Kiste hier, die Kiste, die stört. Ja, Mann, die Kiste hat voll gestört, ey. Die Existenz des Schranks gestört. Ja, können wir vielleicht einen anderen hinsetzen, der ein bisschen gammeliger aussieht? Haben wir was Gammeligeres? Wollen wir was Gammeligeres nehmen? Hier, das ist ein bisschen gammeliger. Ja, hier, schön gammelig. Alles klar, weil dann können wir uns nämlich hier auch mal dran anpassen. Machen wir einfach hier eine Wand drumrum. Ne? Dachte immer, du, ja, da ist der Schrank, theoretisch. Toilette muss dann da halt auch wieder hin. Ich würde dann da nur eine Dusche hinpacken, dann sparen wir sowieso ein bisschen Geld. Ja, eine Sache, die ich jetzt machen möchte. Ich möchte eigentlich was unglaublich Teures kaufen. Und das lagern, damit wir das Geld loswerden. Weil ich habe geguckt, ob ich das Geld wieder von den Sims loswerde. Weil ich habe halt Sims zusammengepackt und dann wird das Geld addiert. Und ich so, nein, nicht das Geld addieren, hallo? Ja, das war ein bisschen ungünstig. Was ist denn so das Teuerste? Was gibt es vielleicht bei Deko-Gegenständen hier? So das Teuerste bei Deko-Gegenständen? Können wir uns das leisten? Du bist nicht mal annähernd teuer. Hier bei den Statuen ist doch immer so teurer Shit dabei. Guck mal, die kostet... Alter, das geht gar nicht. Guck mal, die kostet ganz schön viel Geld. Ich bin nämlich der Meinung, so, dass wenig Geld reichen sollte. 18.000 Simoleons ist vielleicht ein bisschen wenig. 26 kommt hin. Und wir nehmen jetzt die hier und packen die ins Inventar. Vergessen, dass die da sind. Weil ich habe geguckt, ob ich das Geld wieder weggecheatet kriege, weil ich finde das ein bisschen unrealistisch, dass das dann halt zu viel ist. Und habe ich nicht hingekriegt, leider. Also machen wir das jetzt so, ist eine Notlösung. Das wollte ich auch nicht offscreen machen, ich wollte euch zeigen, die Methode, mit der wir das machen, nicht, dass euch irgendwann mal wundert, hä, was hast du denn da im Inventar und warum haben die das? Eine billige Dusche wäre jetzt ganz sinnvoll. Eine postmoderne Billo-Dusche, die ist doch ganz nett hier. Wir können vielleicht auch das hier noch ändern. Und auch hier vielleicht diese Farbe, ich weiß nicht, erbrochenes Grün ist jetzt nicht so meine most favorite Farbe, wenn es darum geht, Badezimmer zu gestalten, ne? Gucken wir hier mal rein. Wir haben jetzt hier unseren... Zack, wir haben jetzt hier unseren Schrank. Und ja, wir gucken uns jetzt mal kurz ein paar Klamotten an, schauen, was wir da machen können. Ihr seht schon, es nimmt Gestalt an. Outfits planen. Komm, Eleonora, wenn du gerade eh nichts zu tun hast, bist du mal die Erste. Okay, oder so irgendwie so werde ich mich jetzt so voll so cool so machen, ey. Das wird so irgendwie, ich werde so richtig so cool so werden, so passend so zu dieser Stadt, ey. City Life, ey. Und irgendwie sowas voll cooles, Mann, ey. Schauen wir mal, ne? Ob wir da was Besonderes zaubern können für unsere Clique. Das sind alles junge Erwachsene. Keiner von denen hat bis jetzt großartig einen Job. Dementsprechend müssen wir uns auch noch darum kümmern. Aber es sind ja drei neue Karrieren dazugekommen, die so eine Mischung aus Offscreen-Karriere und Onscreen-Karriere sind. So eine Mischung aus an die Arbeit und den normalen Karrieren. Und ja, cool. Wir sind jetzt hier im Gestaltungsmenü und können uns Eleonora schon mal vornehmen. Was können wir dann da mal Schönes machen? Wir gucken erstmal. Erstmal kopieren wir dein Outfit. So. Jetzt mal ihr Outfit kopiert und wir ziehen sie jetzt einfach mal aus. Ja, ich weiß, ganz böse. Make-up weg. Hut weg und so. Damit sie einfach mal nuggisch ist. Einmal schön nuggisch sein. Und gucken uns jetzt an, was gibt es Neues. Also irgendwie so großartig neue Hautfarben habe ich nicht gesehen. Ich habe hier auch keine neuen anderen Details gesehen. Dafür gibt es wohl neue Tätowierungen. Die sehen wir einmal hier.
Es ist alles ein bisschen chinesisch und indisch angehaucht. Sie haben ja gesagt, sie wollen ein bisschen mehr multikulturell gehen. Also es gibt hier ziemlich coole Tätowierungen. Sie wollten so ein bisschen mehr Multikulti haben in der Großstadt und das ist ganz cool. Es gibt sehr viele indische und auch asiatische Einrichtungsgegenstände. Okay, indisch ist ja auch asiatisch, aber indisch-asiatisch, speziell indisch-asiatisch. Tja, Körper- und Hautfarben, also habe jetzt hier auch sonst nicht großartig was Neues gesehen. Von daher gucken wir mal, was wir hier alles finden. Haare. Da gehen wir jetzt mal nur auf Pecks Großstadtleben und da gibt es einiges Neues. Mal abgesehen davon, dass hier so krause Dreadlocks als Bob voll stehen würden. Sie kann das halt tragen, ne? Sie ist ein cooler Typ für sowas. Gibt es halt hier auch, ne, indisch bzw. asiatische neue Frisuren. Das könnte sie auch tragen. Sie könnte mal auf so einen Inder-Trip gehen. Da muss der Rohan dann sagen, ja, ich kann dir von meiner Familie, ja, die haben nicht ja, schon eine Klamotten und schon eine Kleidung, kann ich dir mitbringen? Und dann halt hier, die sind sowohl für Jungs als auch für Mädels gemacht. Klassische Bob-Frisuren, ein bisschen stylischere Bob-Frisuren. Ich finde bei ihr jetzt hier gerade das hier zum Beispiel gar nicht schlecht. Das lässt sie total jugendlich aussehen. Ja, die Haarfrisur gefällt mir. Lassen wir doch einfach mal so. Hüte. Haben wir da irgendwas Cooles Neues oder ist das auch... Oh, sehr indisch. Ja, Turban-Style. Das ist halt mega cool. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sowas trägt. Dass das zu ihr... Dass sie so ein bisschen so diesen Lifestyle lebt. Das ist voll cool. Sowas würde ich auch tragen. Wenn das, ich glaube, das macht Kopfschmerzen, oder? Die Farbe steht ja echt ganz gut. Der hier ist noch ganz schön. Das ist so nach dem Duschen perfekt. Dann haben wir noch ein lustiges Cappy. Und wenn wir Superheld werden wollen, können wir auch das übernehmen. Wobei, ich glaube, das Blau stand hier echt ganz gut. Ich finde die Idee ganz lustig, dass sie halt... Ja, dann hat sie halt zwischendrin dann auch mal eine andere Haarfrisur. Ne? Das ist ja hier das, was sie sonst so trägt. Und dann haben wir das hier. Das ist so ein bisschen so ein bisschen... Gott, sag mal nur Hipster heutzutage? Weiß ich nicht. Ist mir auch egal, ob das einen Namen hat, die Style-Richtung. I don't care. Ich find's cool. Beziehungsweise, ich find's halt passend zu ihr. Oh, schöne neue Ohrringe. Oh, da ist ein Einzelohrring. Der passt echt ganz gut dazu. Aber die sind echt süß. In der Kombo mit dem, was wir jetzt hier gerade als Kopfschmuck tragen. Gibt's das auch ohne, dass das hier in Goldrahmen ist? Nee? Dann müssen wir mit Gold leben. Können wir dann das Oberteil noch... Gibt es das auch in... Dazu passend? Vielleicht können wir dann die Ohrringe auch dazu passen, so in einem... Das würde dann vielleicht eher passen, so vom... der Farbe her. Ich guck mal, was es überhaupt für Klamotten gibt. Ob da überhaupt irgendwas ist, was dann da dazu passt. Ja, Klamotten. Make-up. Make-up gibt es nichts Neues, hatte ich gesehen. Ist ein bisschen schade, dass es kein neues Make-up gibt, gerade so bei Großstadtmäßig, aber die Sache ist halt einfach auch die, was wollen sie noch Neues machen? Da ist ja quasi schon alles, was es so als Make-up gibt, ist ja eigentlich schon im Spiel vorhanden, ne? Jegliche Art von Eyeliner, jegliche Art von verrückter bis aufwendiger, aufwendiger Mascara hin. Also da ist eigentlich alles schon vorhanden. Das ist ganz süß mit dem roten Blush. Da können sie eigentlich schon nichts mehr Neues hinzufügen. Das wird immer bemängelt. Da ist ja nichts Neues drin. Und da frage ich dann halt auch wieder so, ja, was denn noch Neues? Was wollen sie Neues hinzufügen? Das ist ja süß. Das steht ihr. Das sieht gut aus. So, hatten wir hier irgendwas Neues? Gibt es hier neue Brillen? Also bei neue Brillen ist eigentlich der Platz nach oben, ne, ziemlich groß noch. Das haben sie leider nicht hinzugefügt, aber gut. Dann verpassen wir ihr jetzt hier Wimpern. So eine untere Lashline. Eine Halskette gibt es eine neue, aber nur für Männer. Kann ich euch gerade mal zeigen. Diese hier. Auch da wäre ganz viel Luft nach oben. Würde ich mal fokussieren vielleicht, dass sie mal sich darum kümmern. Aber ansonsten, tja, es gibt ziemlich viele neue Klamotten, wie ihr hier schon sehen könnt. Hier sehr voll und glaubt mir, bei Kombinationen wird es noch mehr. Die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Also wir haben ja halt sportlichen Pullover, ne? Also was heißt Pullover? Das ist so eine sportliche Schuljacke, könnte man sagen. Auch dementsprechend mit so Sports-Logos, mit diesen sehr auffälligen bunten Mustern, die im gesamten Add-on quasi als durchgehende Linie vorhanden sind, auch bei den Dekorationsgegenständen. Natürlich auch hier für Ausgehaktivitäten, wenn man abends in die Lounge will. Sieht natürlich auch sehr gut aus. Das steht ja auch unglaublich gut mit den Trägern hier und der mehrfarbigen Variante. Dann haben wir halt hier die Sachen, wo ich sage, na, das geht in den indischen Look hinein. Sehr schick. Auch sehr aufwendig, weil wir halt hier den Schmuck haben, der so ein bisschen erhaben wirkt. Ist nicht richtig erhaben.
auf der Kleidung. Sieht nur so aus, ist ganz klasse. Das haben sie echt gut gemogelt. Weil es sieht erhaben aus, ist aber nicht erhaben, dementsprechend keine Renderlast für den Computer. Muss man erstmal so hinkriegen. Das haben sie ganz oft hier benutzt, ist mir aufgefallen. Und das gefällt mir. Das ist etwas, was ich echt positiv finde. Das würde jetzt zu dem ganzen Look echt gut passen. Das sieht echt schick aus. Oh, hier so ein Gold. Das hier ist halb durchsichtig. Kann das sein? Schick, schick, schick. Also, ja, es ist halb durchsichtig. Da sieht man das am Schlüpfer. Verdeckt auch gerade so das Notwendigste, ne? Okay, das ist natürlich super edel und sieht unglaublich schön aus. Würde ihr jetzt auch sehr gut stehen. Auch jetzt hier so da so im Zusammenhang mit dem Turban, den sie trägt. Echt cool. Das hier ist definitiv das, was wir ihr anziehen werden in dem Ton dort. Das ist perfekt. Das passt perfekt dazu. Ah, hier in dem Grün vielleicht nicht. Aber das hier in dem Braun mit dem Blauen, also ein bisschen auffälliger, passend zum Turban. Das hier ist schon wieder zu brav. Das ist so richtig schön, das ist richtig auffallend. Das sieht gut aus. Das können wir uns mal merken. Ich mache einfach nochmal eine Kopie davon. Dann können wir uns die anderen Sachen angucken und das dann löschen. Das ist jetzt hier asiatisch-chinesisch, aber auch, ihr seht, durchaus die großen Muster. Also das ist dieser durchgehende Trend im gesamten Add-on. Natürlich gibt es das hier auch in den unterschiedlichsten Farben. Eigentlich immer zueinander passende Farbkombinationen. Da schneidet sich nicht sonderlich viel. Dann etwas futuristischere, moderne Kleidung, die man auch mal so auf dem Laufsteg sieht und sich denkt, warum trägt man das? Oder Dinge, die... Also es gibt Typen von Frauen, die können das tragen und sehen gut damit aus. Sie sieht hier auch gleich aus wie eine Oma. Ich würde damit auch aussehen wie eine Oma. Und das hier ist halt für einen interessanten Laden. Also wenn man jetzt hier ein Geschäft hat und ein bisschen... ja, anders aussehen will, kann man durchaus. Ne? Hier gibt es das Ganze natürlich Gott sei Dank nochmal ohne. Das Muster ist für mich, für meinen Geschmack schon ein bisschen zu heftig. Das ist ein super toller Kapuzenpullover. Perfekt für Sport und all sowas, aber ich finde ihn halt auch so ziemlich geil, weil die Kapuze sich innen färbt und der Mesh auch ziemlich aufwendig ist. Der trägt halt ein bisschen auf, das ist realistisch und so, sieht gut aus, sieht anständig aus. Das hier ist auch verdammt hübsch, das hätte ich gerne selber in meinem Kleiderschrank. Und sehr niedlich. Und hier seht ihr, hier ändert sich sogar mal ausnahmsweise die Textur. Dann haben wir hier so ein bisschen Metallic-Look. Das finde ich ganz nett. Mit Texturen wird hier wenig gespielt. Wir haben wenig unterschiedliche Texturen. Hier wird alles über die Muster bestimmt. Das hier ist auch sehr hübsch. Steht ihr auch sehr gut. Kann sie auch tragen. Das ist auch schon wieder sehr kitschig. Haben wir, ist das, das ich wollte gerade sagen, warum ist das hier, warum gehört das in Großstadtleben? Das gehört doch gar nicht in Großstadtleben. Das ist doch hier Zeit für Freunde. Was soll denn das? Was machst du denn hier drin? Was machst du denn hier? Wir können auch gleich hier in die Kombinationen rübergehen. Und mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Da gibt es dieses super süße kleine Hamsterkleid. Das ist so niedlich. Und da gibt es ein bisschen nochmal ein Dunkel. Gab es da auch noch ein anderes? Ja, ein Hundchen. Nee, das ist kein Hamster, das ist ein Kätzchen. Das ist ein Katze, kein Hamster. Ich bin ein bisschen... Kann das sein? Also, es könnte auch ein Hamster sein, aber es hat eine Glocke um. Also es ist ein Kätzchen. Ach, irgendwann mal Haustiere, hm? Wäre das was? Am geilsten wäre das, wenn sie das kostenlos bringen würden. Einfach, weil sie es können. Aber das ist EA, das wird nie passieren. Das ist echt schick, ne? Das ist echt schick, das Kleid. Die Farbkombinationen sind jetzt nicht mein Most Favorite, aber das Kleid an für sich ist echt schick. Wow, das hier auch. Es ist fast schon so ein bisschen zu groß, das Muster, was man da drauf sieht. Das hätten sie dezenter halten können. Das ist halt ein Hingucker. Genauso wie hier, das ist halt auch echt krass, das Muster. Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Ist das nicht süß mit dem Sushi drauf? Also dem Sushi drauf ist einfach großartig. Kann man nicht anders sagen. Und dann haben wir hier, oh Gott, was, wie nennt man den? Das hat auch einen bestimmten, bestimmten Namen, dieser Style. Und ja, super geiler Hosenanzug, auch in den verschiedensten Mustern und Variationen. Das fehlt mir halt auch wieder ein bisschen die Texturvielfalt, aber also das hier steht ja auch verdammt gut. Das ist auch das, was ich definitiv tragen kann. Das kopiere ich mir auch mal. So, das behalten wir auch mal. Und das ist schon wieder, also ihr seht, die sind komplett identisch hier, die beiden Meshes. Und da denke ich mir auch so, ja, die Muster sind hier ein bisschen schwierig bei dem Kleid. Aber auch das findet sein Liebhaber. Das hier ist voll schön, das würde ich selber auch tragen. Auch mit den Mustern, auch so krass auffällig. Hier gibt es natürlich auch noch verschiedene Varianten von verschiedenen Muster. Ist halt sehr, alles sehr indisch, sehr asiatisch angehaucht. Das hier hat aber, das ist halt, er ist super schön in Pastelltönen. Das hier ist, das steht hier auch verdammt gut. Verdammt, das muss ich mir jetzt leider auch speichern. Das steht hier auch verdammt gut. Und ich meine, hallo, hallo, ist das nicht ein Abendoutfit, ein Hingucker für jeder? Guckt euch diese Farben an, dieses schillernde Perlmutt hier. Das haben sie echt gut hingekriegt, wie schön das einfach nur aussieht. Eleonora sieht großartig aus. Darin sieht sie auch großartig aus. Das ist ein wunderschönes
chinesisches, auch durchaus japanisches Kleid. Das hier ist wieder so ein bisschen, ja, zwischen indisch und, ja, was soll ich sagen? Da gibt es noch, also das ist ein Mix-Style, ja. Das findest du auch in anderen Kulturen, durchaus auch spanisch oder mexikanisch, ja. Das ist geil. Das ist auch recht cool, vor allem mit dem Elefantenmuster. Streifen ist auch süß, aber mit dem Elefanten finde ich es besonders gut. Das hier ist auch wieder wunderschön indisch, das ist richtig schön klassisch indisch. Sowas habe ich selber in meinem Schrank hängen. Ach, schick, einfach schick. Da hätte ich mir jetzt wieder ein bisschen mehr Muster gewünscht. Die gibt es nämlich auch durchaus in bunter. So wie hier dieser Hosenanzug auch. Sehr cool, was Erwachsenes, das ist ein Erwachsener-Dress. Ey, perfekt für den Strand mit der Welle und allem drum und dran. Und das wieder in den Pastelltönen, ey. Und hier, das habe ich auch in meinem Schrank hängen. Fast eins zu eins das da. Und zwar aber mit einem orange-gelben Verlauf. So wie das hier, nur in orange-gelb. Das hier ist auch super schick. Das ist jetzt modern asiatisch. Ja, steht hier auch gut, sie kann alles tragen. Aber mit der Figur, kein Wunder. Das hier ist sehr futuristisch wieder. Das hier wird noch viel futuristischer, aber auch ganz schön offenherzig. Kann man tragen, muss man aber auch nicht. Das klassische kleine Schwarze haben wir hier, das es natürlich auch in anderen Farben und Variationen gibt. Dann hier das richtig auffällige mit einem richtig krassen Muster. Das ist auch was. Das hier ist was für ein Hochzeitsdress. Definitiv. Also das kannst du bei einer Hochzeit tragen. Ja, ein bisschen ruhiger und eleganter. Einfach so eine Strickjacke. Sieht ordentlich aus. Dann haben wir hier einen Verkäuferdress. Dann haben wir hier neue Kostüme. Die ein bisschen komisch aussehen. Also gerade das hier. Und das ist halt so ein Superheldenkostümgedöns. Wir machen das hier gerade mal weg. Ja, wir gucken jetzt. Hier war ich noch nicht bei Hosen, richtig. Bei Hosen gucken wir jetzt noch, was es da alles Neues gibt. Für Großstadtleben Hosen. Sehr schick. Sehr, sehr schicke Trainingshose. Sehr geile Jeans. Als hier mit dem, auch mit diesem leichten Perlmutz-Style hier schon wieder. Habt ihr das gesehen? Sieht das hier? Dass die verschiedenen Farben ineinander übergehen. Richtig geil. Schöner Rock. Kleiner Spike-Leg. Cooler Rock. Hier fehlen mir tatsächlich die Muster, die man hätte in den Rock einbringen können. Niedliche, süße, kleine, kurze Hose. Ist auch ordentlich. Das ist natürlich jetzt schick und passt auch ganz gut zu dem Dress, den wir hier haben. Eine sehr schöne, enge Röhrenhose. Hochgeschnitten, Karottenhose. Süßer kleiner Rock. Da fehlen mir jetzt tatsächlich die Muster zu allem, wenn es schon so bunt war. Möchte man ja auch gerne manchmal Muster kombinieren. Das ist auch eine ganz coole Jeans, beziehungsweise Hose, eine Faltenkniffhose oder so, wie die Dinger heißen. Hier haben wir jetzt die Muster, da haben sie es wieder übertrieben. Da hätten sie halt ein bisschen dezenter die Sachen machen können. Und das hier ist dann passend zu diesen ganzen modernen Sachen, die Hose. Das Booty von der Eleonora. Ich wäre fast dafür, hier sowas zu nehmen. Weiß ich nicht, haben wir das hier nicht in dem passenden Braunton? Nein. Dunkel. Oder dann hier halt die da in Blau. Na, dann nehmen wir das hier. Haben wir hier etwas Neues? Großstadtleben. Ja, da gibt es einmal Dekoration für den Arm. Die sehen wir jetzt hier gerade nicht. Haben wir irgendwo was? Hier. Da können wir das machen. Hier können wir das sogar passend dazu machen. Dekoration für den Arm einmal. Haben wir sonst was Neues? Nein, leider nicht. Aber Schuhe haben wir einige. Passen natürlich auch hier zu dem, ne? Zu dem indischen Style. Muss ja sitzen. Die hier sind total süß. Diese Pantoffeln, die sind auch gut. Ist halt auch so, wir haben inzwischen sehr viele Schuhe im Spiel. Sehr, sehr viele Schuhe im Spiel. Ist halt auch schwierig zu sagen, ja, mach da mal was Neues. Ihr werdet jetzt sicherlich sagen, aber Hanni, es gibt Milliarden von den unterschiedlichsten Schuhen. Ja, aber wir haben halt hier jetzt auch schon wirklich echt krass unterschiedliche Schuhe. Das ist halt vom Style deswegen so ein bisschen, ne? Ich weiß ja nicht. Also ich bin mit der Hose nicht ganz so zufrieden. Ich kann sein, dass wir jetzt hier keine Großstadtleben-Hose nehmen, weil mir fehlt da hier einfach, weiß ich nicht. Hier sowas ging ja dazu noch. Das war vielleicht ein bisschen zu krass. Fehlt ja irgendwie so von der Farbe her, ne? Kann man dann vielleicht doch hier was anderes nehmen vom Farbton? Das würde sich jetzt, es würde halt farblich jetzt besser aussehen. Das ist halt erst zu dem Oberteil besser. Aber jetzt zum Nachhinein passt das hier zu dem Gesamtdress vielleicht besser. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ich weiß nicht. Ich lasse das jetzt gerade mal so, weil es bunt ist. Ja, wir lassen es jetzt gerade mal so, weil es einfach schön bunt ist. Hier kommen die dazu und zu dem Dress kommen die dazu. Ziemlich cool.
Und hier würde ich sogar sagen, dass wir den hier entfernen und sie dann hier das. Das sieht doch gut aus, das zusammenträgt. Genau, das war jetzt ihr normaler Look. Den kannst du knicken, weg damit. Abenddress. Ach, nein, 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 nein. Das ist, du musst richtig für den Abend hier mit diesem Perlmutt-Style muss das sein. Das ist viel schöner. Und tja, Haare. Hatten wir jetzt ja jetzt immer das hier so zusammengesteckt, wäre das dann vielleicht auch zu sagen, wow, Eleonora, schau dich an, wie unfassbar hübsch du aussiehst. Da würde ich, Abendkleidung lassen wir dann mal gerade raus. Alle Schuhe bitte. Tatsächlich die hier drunter an ihrer Stelle tragen. Wobei, die kann man nicht in die richtige Farbe einfärben, ist ja fies. Dann halt diese hier. Sportliche Klamotten, ja, da kannst du ja, ja, wobei sie trägt ja keinen Pony mehr. Wir haben ja quasi den Pony entwöhnt. Du brauchst andere Haare, Mädchen. Und du musst ja auch älter aussehen. Du hast keinen Pony mehr. Also müssen wir ja mal Großstadtlaben mal wegmachen. Und dann trägt sie halt etwas ohne Pony. Das ist ein bisschen over the top. Also sie ist der Typ für Pferdeschwanz. Sie ist der Typ für Pferdeschwanz. Sehr gut, sehr gut. Ja, da gibt es auch für ein Großstadtleben halt nichts Neues, was man jetzt so halt direkt als Sportklamotte nehmen kann, außer diese Sachen halt hier. Ja, der Ton ist cool. Und dann nehmen wir halt hier dazu eine sich beißende Hose. In weiß, in blau, in grau, in schwarz, in... Haben wir da nicht irgendwas Passendes zu? Dass es nicht so komisch aussehen tut? Hier so ein Schwarz oder sowas? Kann er nicht was Passendes farblich so? Hat jemand was Passendes und farbliches Passendes? Nehmen wir das mal so. Bleibt so jetzt Nachtklamotten. Ja. Pferdeschwanz ist ja jetzt, wie gesagt, nicht. Also genau. Also brauchst du jetzt lange Haare ohne Pferdeschwanz. Das ist ein bisschen arg bauschig. Das ist weniger bauschig. Das ist ganz nett. Das in einem Zopf gelegt macht Sinn, damit ihre Haare am nächsten Tag sitzen. Hier ist es so nach hinten gebunden. Das ist eigentlich nicht gut zum Schlafen. Das soll man ja nicht machen, ne? Nein, da ist wieder Pony. Pony wollen wir ja nicht. Ja, so beim Schlafen passt so der Style. Da ist, glaube ich, auch nichts Neues dabei. Nein, bei der Nachtwäsche ist da nichts Neues mit dabei. Dann trägt sie da halt was Knappes. Mit Schlüpfer weiß ich nicht. Wenn du Kerle so in deiner Wohnung hast, wahrscheinlich eher weniger, ne? Würde ich zumindest so nicht machen. Dann lieber so eine flauschige Hose, abgesehen davon, dass sie auch langsam kalt wird, ne? So, Partyklamotten. Da können wir jetzt nochmal richtig in die Vollen gehen. Da können wir uns auch an die neuen Haare wieder dran packen. Großstadtleben. Na, da kommen die jetzt hier wieder zum Einsatz. Und das kann weg, das kann weg. Und da hatten wir jetzt ja ziemlich coole Möglichkeiten. Das nehmen wir dann da mal. Also das hier ist halt mega geil zum Party. Das hier ist zum Party machen halt. Wow. Können wir da was Passendes finden? Farblich? Ey, das hat voll ABBA-Style irgendwie. Ne, das ist auch so ein typischer... Oder? Das hat voll ABBA-Style. Ich wäre fast dafür, das in so einem hellen Ton zu machen. Es beißt sich halt gerade so ein nizziges bisschen, kleines bisschen mit dem Haarband. Vielleicht müssen wir da was anderes machen. Ansonsten geht das hier natürlich auch noch. Ah, das beißt sich auch mit dem Haarband. Ah, das auch. Das nicht, das beißt sich nicht damit. Was haben wir denn hier für... Was haben wir da? Was meint eigentlich... Ey, was dazu passen sollte? Das könnte dazu passen, ja. Jo, das passt auch dazu. Das ist definitiv cool. Und dann die hier dazu? Stiefel dazu? Die da dazu? Nee, die da dazu. Und das in dem hellen Pink. Das ist cool. Okay, da wäre jetzt... Ja, die Accessoires, das bringt uns nicht viel. Die kommen weg. Du kriegst dann halt hier so leuchtende Armbänder. Das ist richtig klasse. Und Handschuhe brauchst du nicht. Leggings da unten drunter sind absolutes No-Go. Und dann packen wir halt hier einen Ring dran. Jo. Badeklamotten. Das passt sogar von den Sachen, die du anhast. Da haben wir jetzt nichts Neues, ne? Weiß ich nicht, so ein Standard-Badeanzug hier? Sieht doch süß aus. Steht ihr. Kann sie tragen, steht ihr verdammt gut. Das ist voll der coole Dress, Leute. Das ist voll der coole Dress hier. Aber das finde ich jetzt auch richtig nice. Okay.
Wir haben ewig gebraucht, nur um uns die Klamotten für die Frauen anzugucken. Für die Männer wird das vielleicht... ja, das werden wir sehen. Da werden wir zumindest Rohan einkleidern, weil Rohan ist ja schließlich auch ihn da. Ja. Und ich habe genügend Bollywood-Filme geguckt, um jetzt sagen zu können, da macht man was anderes draus. Ah, ich sehe jetzt irgendwie so voll, so cool aus. Ja, Mann, voll geile Klamotten. Ja, Mann, irgendwie so richtig coole Sachen irgendwie so, ne? Finde ich auch so irgendwie so richtig cool so. Tja, dann noch Rohan umkleiden. Dann werden wir noch den Rohan umkleiden. Ah, Leute, ich muss da mal durch. Hallo, danke schon. Es gibt nicht ganz so viele neue Klamotten für Männer. Aber, wir gucken mal. Also wir gehen jetzt erstmal zu den Haarfrisuren, ja? Auch du, mein Freund, bekommst jetzt erstmal nur die Ansicht auf die vom Großstadtleben. Ich glaube nicht, dass ich seine Haare ändern werde. Das sieht alles ein bisschen sehr merkwürdig an ihm aus. Das kann man schon machen. Nein, nein, Man-Bun. Nein. Das ginge. Vielleicht können wir die mal färben oder sowas, damit es nicht schon graue Strähnen drin sind. Inder kriegen nicht so früh graue Haare, was ich nur mal erwähnt haben. Das steht ihm sogar ganz gut. Das steht ihm echt sogar ganz gut. Wachsender Bart, ob er sich im Bart hat wachsen lassen? Das steht ihm auch gar nicht mal so schlecht. Sieht er wieder jugendlicher aus? Er ist so der Typ für so einen Bart eigentlich, ne? Später, wenn er älter ist, mal sowas. Das ist auch schön asiatisch. Wie siehst du eigentlich mit Schnäuzer? Das steht ihm. Es ist selten, dass da mal so eine Pornobremse passt. Ich wäre dafür, dass er sich einfach quasi einen wachsen lässt. Ja, Stück für Stück. Und dann gucken wir mal. Was gibt's denn für Männer? Gibt's auch Turban-Sachen, was? Ja. Das ist etwas, was er natürlich tragen kann, wenn er seine... Das ist voll dumm, dass der Bart dann weg ist, ne? Wenn er seine Abendklamotten hat, dann trägt er halt traditionell Turban. Und tja, die Brille, weiß ich nicht, ne? Hier gab es ja für Männer jetzt, glaube ich, nur, wie gesagt, dieses Ding da, ja, genau. Die Brille ist halt etwas, womit er noch ein bisschen biederer aussieht. Passt so. Ich schätze mal, wenn wir ihm jetzt diese jugendliche Jacke wegnehmen, haben wir ein Problem, denn dann wird er auf jeden Fall sehr viel älter aussehen. Schauen wir mal. Weil sie sind ja eigentlich alle gerade erst erwachsen geworden, muss man zur Geschichte dazu sagen. Unser Rohan sieht spontan älter aus, wenn man ihm andere Klamotten anzieht. Schick. Mit so auffälligen Mustern, aber es ist eine schöne Strickjacke. Also ich finde es halt irgendwie sowieso prinzipiell schade, dass Männer viel zu wenig solche Strickjacken tragen. Das hier steht jedem Mann unglaublich gut. T-Shirt drunter, Strickjacke oben drüber, die leicht angeraffte Ärmel hat, nicht ganz lange Ärmel hat. Besser als diese grauenvollen Flanellhemden oder alles andere. Diese Strickjacken sind einfach super. Genauso wie halt einfach hier sowas in der Kombination Lederjacke und unten drunter ein Kapuzenpullover. Überhaupt Kapuzenpullis, große Sweatshirts und sowas werden, weiß ich nicht, das trägt man total selten. Hier sehe ich jedenfalls, hier sehen wir Leute immer nur das Gleiche tragen. Das steht ihm auch echt gut. Damit sieht er ein bisschen, also sieht er aus, als würde er gleich sein Motorrad holen. Das kann er durchaus auch tragen. Das ist halt so ein bisschen sportlicher. Cool, mit verschiedenen Mustern drauf und so. Auch so ein bisschen Comic-Look und dann halt ohne Muster. Finde ich auch super. Das ist ganz hübsch. Wow, das ist natürlich edel hier mit dem Aufdruck, ne? Das ist schon was für eine bessere Gesellschaft. Das ist was für draußen, wenn es ein bisschen kälter wird. Eine Westenkombination, das ist auch wieder eine Strickwestenkombination mit einer schönen Jacke oben drüber. Auch sowas lässt einen Mann verdammt gut aussehen. Das ist nicht mal aufwendig, solche Klamotten. Das ist der Zwiebellook. Wenn einem zu warm ist, kann man die Hälfte wieder ausziehen. Das ist total super. Das hier ist jetzt ein bisschen fragwürdiger. Rollkragenpullover steht nicht jedem. Und dann Rollkragenpullover in der gleichen Farbe mit der Jacke. Ich weiß ja nicht. Das hier geht. Das geht. Das sieht gut aus. Das kann man machen. Ja, das mit dem Muster ist ein bisschen schwierig. Ich mag ja sonst weit ausgeschnittene und V-Ausschnitte bei Kerlen und sowas finde ich ja eigentlich immer ganz super. Aber diese Muster sind schon gewöhnungsbedürftig. Das ist doch auch gar nicht mal schlecht. Sag mir, dass es das auch ohne Muster gibt. Nein, es muss immer alles mit Muster sein. Warum? Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben hier mit den Klappen an den Schultern. Aber ja, ist halt sportlich, ne? Ganz schön hoher Brustansatz, den der Kerl hier hat. Krass. Das ist schön sportlich. Das ist ein gutes sportliches Outfit. Das kann man mal tragen. Lässt einen viel jünger aussehen. Ist halt einfach auch so der Dude von nebenan Look. Genauso wie hier auch nochmal ein Sporthemd dabei ist. Und das ist wieder von Zeit für Freunde und das ist gar nicht so. Hallöchen. Hi. Ich wäre tatsächlich dafür, ihn hier in diesen Dress zu stecken, weil ich das echt ganz schick fand. Und das ist... dir steht rot einfach unglaublich gut.
Gucken wir mal, was für Hosen du bekommst. Ja, du darfst auch die hier tragen. Ebenfalls diese gehört zu den Kerlen, die gehört zu den Kerlen, die gehört zu den Kerlen, die gehört zu den Kerlen. Das sind aber alles Dreiviertelhosen. Warum macht ihr sowas? Die arme Sau. Da friert er sich doch die Beinchen ab. Hauteng natürlich nicht. Packen wir dich in eine Jeans. Keine Röhrenjeans, eine klassische Jeans, ne? Ein Schwarz? Nee, eine klassische Blue Jeans. Was haben wir denn für Schuhe für die Männer? Haben wir für die Männer Schuhe? Ja. Die gleichen, die wir auch bei den Frauen haben, bis auf diese hier. Und dann haben wir halt noch den Teil. Ja, weiß ich nicht. Die sind nicht so ganz cool. Natürlich haben wir hier auch nichts Neues, ha? Ha, ha, ha? Nein, natürlich nicht. Das ist aber so ganz cool, das steht ihm. Es passt. Sieht ordentlich aus. Ja, hier ist so die Abendkleidung. Jetzt gehen wir mal... Achso, ja, Kombinationsoutfits, ne? Ich gehe mal hier auf mehr. Ich muss ja noch Kombinationsoutfits an. Natürlich, die nicht vergessen. Das ist okay. Auch der Knopf hier und so von dem... Ja, das ist in Ordnung. Die Farbkombination ist ein bisschen kritisch. Das hier sieht gut aus. Das sieht auch sehr gut aus. Das ist schön. Das ist eine schöne Farbkombination. Das ist eine gute Klamottenkombination. Sieht ordentlich sauber angezogen aus. Das ist super indisch. Super perfekt indischer Dress. Lol. Auch durchaus asiatisch. Ja, definitiv auch. Leicht chinesisch. Das ist sehr, sehr indisch. Mit den... Hier ist es ein bisschen ein Problem, dass die Ketten nicht so erhaben sind, weil die sind halt... Dadurch, dass er... Alter, die Brust, ne? Was ist denn mit der falsch gelaufen? Ist das das hier? Ja. Kein Plan. Ja, das ist ein bisschen heftig. Da ist das hier ein bisschen besser. Auch wenn mir die Muster da wieder nicht gefallen. Oh, das gibt's auch ohne. Das kann man tragen, muss man aber auch nicht, ne? Das sieht sehr edel aus, das sieht ordentlich aus. Das ist aber auch typisch, also von der Kragenart her ein bisschen indisch. Das ist durchaus eine Kragenart, die man in Indien trägt. Das ist natürlich extrem indisch. Ziemlich cooles Outfit. Das kann ich auf jeden Fall tragen, wobei es mit den Muskeln fast schon ein bisschen viel ist. Das ist auch sehr indisch. Bei so einem Geschäftstermin oder sowas. Hallöchen. Nicht schlecht. Ja, und dann haben wir hier auch wieder das Gleiche und lol, alles klar, Mann. Das würde ich ihm jetzt noch als zweites Outfit gönnen, weil ich das ganz gut so finde. Dass die dazu hier so ein Braun. Ne, passt. Ja, geschäftlich, also. Weiß ich nicht, ich würde das jetzt gar nicht so... Ich finde das ganz gut, ich würde das nicht ändern. Auch bei den Sportklamotten würde ich jetzt nicht großartig was überarbeiten. Wieso hast du da plötzlich Ohrringe? Plötzlich Ohrringe. Kommen die dann her? Das geht so nicht. Was sind das für komische Schuhe, die du da trägst? Warum trägst du die? Muss das sein? Hat das Not? Geht das vielleicht auch irgendwie normal? Danke. Ja, Schlafklamotten halt, ne? Da gibt es halt auch nicht viel Auswahl, die wir da haben. Hier könnten wir noch gucken, ob wir da irgendwas machen, was so zu dem Abendoutfit besser passt als Abendoutfit. Vielleicht haben wir da bei den Kombinationen irgendwas. Wenn man jetzt mit Leuten abends unterwegs ist und chillt und so, ne? Mit seinen Bros. Puh, schwierig. Da wäre natürlich so sagen, ja, hier, das finde ich eigentlich ganz cool. Das kann man machen. Als Partyklamotte. Ne? Das sind ja Partyklamotten. Da müsstest du dann sowas hier dazu tragen. In Braun eigentlich, ne? Oder die hier in Braun? Die hier in Braun. Aber in einem anderen Braun. In dem Braun. Ja, das ist doch cool. Das passt. Das sieht doch gut aus. Steht ihm. Steht ihm definitiv. Kann er tragen. Jo. Ist halt jetzt nicht so krass indisch, aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Ne? Seine Eltern werden da wahrscheinlich schon indisch genug aussehen. Sehr schön. Lässt ihn auch nicht zu alt aussehen. Ich hatte ein bisschen Bedenken, ob er dann vielleicht ein bisschen zu alt aussieht. Steve und Akito lassen wir in ihrem Klamottenstyle erstmal so, weil Akito eh schon ein Umstyling bekommen hat. Und ich will jetzt auch nicht, dass alle hier die gleichen Klamotten tragen. Akito hatte in der letzten Staffel sein Umstyling. Der darf jetzt erstmal weiterhin in seinem rosa Hemdchen herumlaufen und so. Das ist völlig ausreichend hier, da. Ja, Mann, ich sehe cool aus, oder? Wieso sollte ich mich umziehen? Ey, vor allem meine coole Justin Bieber-Frisur ist doch voll geil. Tja, und wir sehen uns dann im nächsten Part beim Einrichten dieser Wohnung wieder, wenn wir uns angucken, was es alles für Möbel gibt. Das wird ziemlich awesome. Darauf freue ich mich schon. Okay, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Sims 4. Großstadtleben. Nächster Part. Nachher vielleicht schon? Oder morgen? Oder wann wird er kommen? Hm? Hm? Man weiß es nicht.